Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in New York angekommen. Beziehungsweise wir waren die ganze Zeit in New York. Nee, wir waren beim letzten Mal im NYPD und haben da die Shiva platt gemacht. Diesen Polizeihund. Und genau, wir waren jetzt mit Maeda auf der Suche nach einer Samenbank. Und die gibt es wohl im Krankenhaus, liebe Leute. Weil die Samenbank will wohl Eve benutzen, um ein, ja, wie sagt man's, um ein, eine ultimative Lebensform zu gebären. Genau. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hin. Allerdings mache ich nochmal gerade ganz kurz einen Cut, weil es laggt. Also bis gleich. So, das sieht doch schon besser aus. Gut, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir einfach mal ins Hospital. Ganz genau, Leute. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert, ey. Ich hab's ja jetzt schon 2 Wochen nicht mehr gespielt, ne? Was mir auch leid tut, aber... Was ist los? Du bist so unglaublich ruhig. Ich frag mich nur, warum Daniel nicht mit uns gekommen ist. Er hat gesagt, er will Clem die Hölle heiß machen. Er will auch Zeit mit Ben verbringen. Ah ja, natürlich. Okay. Maeda? Ja, ja? Diese Kreatur, die in Japan geboren wurde, was ist mit ihr passiert? Genau, da gab es ja auch noch die Geschichte in Japan, ja. Sie ist gestorben. Zusammen mit dem Wissenschaftler, der ihr Vater war. Hm? Wie ist so ein Monster einfach so gestorben? Es gab eine Rebellion. Die Mitochondrien, die der Vater Eve gegeben hat, haben sich nicht mit denen verbunden, die von Eve gekommen sind. Es begann sich aufzulösen und der Vater... Ach, Moment. Der Vater hatte das festgehalten und dann hat sich aufgelöst und dann hat sich es wie Fleisch aufgelöst und sie sind gestorben. Das war jetzt gerade ein bisschen schwer, deshalb... Obwohl es ein Monster ist. Ich denke, es ist immer noch dein Kind. Was meint sie denn jetzt? Interessant. Ja, es gab ja noch diese Geschichte in Japan, ne, wo ein Wissenschaftler da auch sowas versucht hat und das ist gehörig in die Hose gegangen. So, St. Francis Hospital. Ein Krankenhaus, Leute. Im Übrigen möchte ich mich mal ganz kurz nochmal entschuldigen, dass letzte Woche kein Parasite Eve kam. Die Zeit hat einfach nicht ausgereicht. Nein, ich will nicht raus. Och, Leute. Ich will hier bleiben. Und eine Ankündigung, eine kleine. Parasite Eve wird zweites Hauptprojekt. Jawohl, Leute, weil ich habe mich entschlossen, bei Empire Earth eine kleine Pause zu machen. Und deshalb gibt es jetzt hier Parasite Eve dienstags und donnerstags 30 Minuten lang. Sehr, sehr cool. So. Maeda also. Hier ist es. Dieses Krankenhaus. Oh, ich krieg gerade eine Hitzewallung. Genau wie Aya anscheinend. Es ist heiß. Ja, hier ist es auch heiß. Sieht so aus, als wäre Eve da drin. Ja, mir ist auch warm. Warte einfach hier. Ah ja. Nimm das. Ach, wieder so ein Lackding, ey. Die brauche ich doch nicht. Das ist eine Glocke, um böse Geister fernzuhalten. Halt einfach dran fest, okay? Danke. Danke dir. Ich bewahr's auf. Nee, ich schmeiß das Ding gleich weg. Also, den Kram brauchen wir nicht. Gut, Leute, wir haben ein Krankenhaus. Da würde ich sagen... Oh mein Gott, gehen wir einfach mal hier rein. So. Okay, interessant. Hier sieht man noch diese Weihnachtsdeko. Ist eine Tür? Da kommt man sogar rein, was? Da ist eine Kiste drin. Okay. Ein Tool. Oh, cool. Coole Kiste. Sehr schön. Am Anfang mal direkt mal schon mal so ein Secret hier abgegriffen. Da könnte man speichern. Mach einfach mal ein Save State. Und ja, Leute, nächstes Gebiet hier, Krankenhaus. Das wird verdammt interessant, muss ich sagen.
Bin mal gespannt, was Eve hier vorhat mit der Geburt der ultimativen Lebensform. Ey, das ist ja schon echt übel. Die ist verschlossen. Okay, Weihnachtsbaum. Oh, der sieht cool aus. Schön groß. So gehört sich das doch. Und ja, Leute, wie gesagt, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ammo 15, ja, sehr gut. Und ja, wir machen hier direkt weiter einfach. Gehen wir mal hier rein, so. Direkt mit der Story weitermachen hier. Oh, da ist wieder... Hä? Ist wieder das Ding da. Maya? Oder war es nur meine Reflexion? Das kleine Mädchen scheint Maya zu sein, ne? Ihre Schwester, Leute. Die Tür ist zu. Hier gibt es zwei Aufzüge. Bei dem können wir rein. Was ist das hier für ein Ding? Da braucht man eine grüne Schlüsselkarte. Okay, da macht sie nichts. Gut, Leute. Ja, dieses Mädchen, ne? Es ist echt mysteriös. Aber es scheint echt ihre Zwillingsschwester oder sowas zu sein. Interessant. Und ja, und da würde ich sagen, machen wir einfach mal hier weiter. So, was haben wir denn hier? Das ist echt cool. Wir haben jetzt hier so einen Aufzug und wir müssen da jetzt den Knopf drücken. Einfach mal so. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade an Dino Crisis. Komm, jetzt bitte kein Dino oben rausgesprungen. Ne? Ah, Eve. Fährst du runter? Oh nein, die Fahrstuhlkabel. Oh shit. Oh shit, Eve, ey. Ach, das ist so eine, ne? So eine Zicke. Na toll. Jetzt sind wir hier unten eingesperrt, nehme ich an, ne? Ah, super. Komm, Eier, geh raus. Ding. Ah, muss man erst die Tür aufmachen noch, okay? Interessant, liebe Leute. Ah. Nacht, Nacht. Lass dich bloß nicht von den Bettwanzen beißen. Der Strom. Och, Eve. Warum machst du nur sowas? Oh. Ich mach mal ein bisschen lauter, damit ich die Musik hier auch höre. Das ist ja echt geil. Eve versucht mich hier unten festzuhalten. Ja, toll. Sie hat die Hauptversorgung durchtrennt. Toll. Oh, natürlich. Der eine Aufzug ist kaputt und ohne Strom ist der andere nutzlos. Ja, Leute, das heißt, Eve hat uns hier im Keller eingesperrt. Ey. Es war wieder so klar, dass irgend sowas passiert. Gut, dann müssen wir jetzt hier also quasi den Strom wieder einschalten. Ich verstehe schon, Leute. Bin ich denn für einen Kampf gerüstet? Boah, geile Kameraperspektive. Schaut euch das mal an, ey. Bin ich denn für einen Kampf gerüstet? Sieht gut aus, ne? Sieht echt gut aus. So, Tool. Ah, ein Tool habe ich noch. Kann ich damit irgendwas machen? Club 2. Ne, ich habe ja nur die drei Sachen, ne? Ja, ich habe ja nur die drei Sachen. Okay, gut. Wo gehe ich denn als erstes hin? Ist echt mysteriös hier unten. Was? Ach, Leute... Autopsieraum. Ah, die Tür ist verschlossen. Okay, ich verstehe. Muss ich wahrscheinlich erstmal hier unten lang, ne? Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Alter! Och Mann! Mensch, Eve, ey! Das ist ja wohl nicht wahr. Aber ich meine, hier hinten, da war irgendwo irgendwas Blinkendes oder so, ne? Treppenhaus ist also auch nicht. Ja, toll. Ja, das ist natürlich, ne, wenn es mir irgendwas mit Eve zu tun hat, dann ist immer fies. So, aber ich denke mal, ja, das sollten wir doch jetzt hier irgendwie schaffen, hier einen Strom einzuschalten. Oh, schaut mal da oben. Kommst du dran? Ah, da war doch schon eine Sicherung, Leute. Fuse ist Sicherung. Das hat definitiv was mit Strom wiederherstellen zu tun. So, was haben wir hier in der Kiste? 30 Ammo, okay. Oh, in einem Krankenhauskeller, ey. Da will ich auch nie gefangen sein. Das kann schon echt beängstigend sein.
Zumal mit so lustigen Quallengegnern oder was das ist. Was ist das? Was sind das wieder für Gegner hier? So, wie viel Schaden mache ich an denen? Sehr gut. 28, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dann macht den mal kaputt. Wie viel halten die denn aus? Och, fast nix. Ja, okay. 4 Schuss. Gut, dann lass den mal angreifen da. So. Zack, zack, zack. So. 28, 56, 75, ne? Ja, egal, kommt. 19, 19. So. Weg mit denen. Sehr gut. Die können also vergiften. Ich verstehe, Leute. Die können also vergiften. Ja, Cure P. Cure Poison also. Hm? Gut. Was? Da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte noch nach da unten. Leute, das mache ich gleich hier. Hallo, hey. Nein. Verdammt. Gut. Maya, warte, ich bin's. Warum bist du so angezogen? Dir muss es doch kalt sein. Ja, das Kind rennt vor uns weg, ne? Das ist echt mysteriös. Ich weiß es auch nicht. Also irgendwas will das Kind uns sagen. Ich weiß noch nicht genau was. Seht ihr das? Hier ist nämlich noch was. Eine M79-Waffe. Mit einem Zauber, Leute. Was ist das für ein Zauber? Oh, die schaue ich mir mal an, Leute. Die schaue ich mir mal an. Der Angriff geht drauf. Der, ja gut, aber 5 Kugeln, das ist ja wirklich nichts. Da muss man ja bei jedem zweiten Mal schießen nachladen. Aber was ist denn das für ein Zauber da? Den schaue ich mir doch direkt mal an, Leute. So, hier. Was ist das für ein Zauber? Tranquilizer. Tranquilizer, was war das nochmal, Leute? Ich guck mal gerade, eine Sekunde. Ich suche mal gerade kurz im Google-Übersetzer. Tranquilizer Deutsch. Eine Sekunde, Deutsch. Beruhigungsmittel, was? Ja, Beruhigungsmittel. Psychopharmaka, auch interessant. Probiere ich, soll ich das wirklich ausprobieren? Ja, kommt Leute. Ich probiere das mal aus. Vielleicht werden die Gegner ja deutlich langsamer oder so. So. Dann nehmt ihr bitte diesen Zauber da rein. So. Alles klar. Bin ich mal gespannt, was das jetzt uns bringt hier. Ja. Vielleicht macht das ja die Gegner langsamer, wer weiß. Diesen Tranquilizer. Echt interessant. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ja, diese Tür da hinten ist wahrscheinlich zu, oder? Ist sie zu? Oh, was haben wir denn hier, Leute? Dafür brauche ich eine blaue Schlüsselkarte. Ja, okay. Was haben wir hier? Da kommen wir sogar rein. Was? Da kommen wir sogar rein. Was ist das denn hier für ein Raum? Autopsie-Schlüssel. Oha, da links steht ein Skelett, Leute. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Das ist nur ein Skelett. Nee, speichern wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nee, lass, komm. Da ist ein Skelett, oh mein Gott. Oh, so, musst du kurz aufstoßen. Medizin 3, sehr geil, Leute. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht raus. Ich wollte gucken, ob da unten noch irgendwas ist. Hallo, geh noch mal kurz rein. Oh Gott, ey, das ist echt. Das ist schon echt scary hier, ne? Oh, was ist das denn? Da ist noch eine Kiste. Auf dem Tisch da, Leute. Ach. Mensch, ah ja. Ich wollte nicht wieder raus. Geh da rein. Ich weiß, dass das hier Ganze hier ein bisschen gruselig ist, aber es muss halt sein. Ah ja, ist da was drin? In dieser Kiste da? Ne, leider nicht, ne? Ne, ja gut, dann. Dann gehen wir einfach mal weiter. Boah, diese Leichensick hier, ey, das ist ja echt ekelhaft. Mit Sicherheit kommt hier ein Kampf gegen ein ekliges Vieh, ey. Dieser Raum ist nicht umsonst so groß. Oh, Autopsie, ey. Ich hasse sowas. Ich kann ja selber privat kein Blut sehen, ne? Und dann konfrontieren sie mich hier mit sowas, ey. Das ist ja...
Ja, war klar, dass sie in den Kampf kommt. Das war so klar. Ach du Scheiße. Ein Käfer, ein Fliehkäfer. I, was machst du denn da? Gut, dann bin ich erstmal auf den Zauber gespannt. Zack, zack, zack. Oh. Macht, ist der Gegner jetzt gelähmt? Ach, das ist ja geil. Das ist ja ein geiler Zauber, Leute. Der lähmt die Gegner. Ah, danke. Das ist ein geiler Zauber, Leute. Der legt die Gegner schlafen. Ja, das ist natürlich mega geil. Ah, draußen fährt wieder einer mit einem 90s Skateboard. Das ist natürlich mega geil. Gut, dass ich diesen Zauber da reingemacht habe, ey. So. Wie gut, dass ich diesen Zauber da reingemacht habe, wirklich. Boah. Ein richtig cooler Zauber. So. Aber der hat mich halt einmal getroffen. Und der hat mich natürlich direkt vergiftet, ne? So, dann mach den kaputt. Ah ja, los. Und zack, diese komische Qualle da. Alles mitnehmen. Boah, der Zauber ist richtig geil, Leute. Der lähmt die Gegner. So habe ich es mir schon fast gedacht, ja. Aber was ist denn hier in diesem Raum, Leute? War hier nur der Kampf? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich verstehe, Leute. Nochmal zurück in den Gruselraum. Wie gesagt, ich kann ja privat überhaupt kein Blut sehen. Ne? Deswegen finde ich das gerade ziemlich ekelhaft. Was? Schon wieder die Gegner? Oh, Leute. Ja gut, aber ich kann es ja so machen. So, auf alle einmal schießen. Genau, schaut mal da. Da kann ich die jetzt nämlich in aller Seelenruhe hier platt machen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, wie gut, dass ich diesen Zauber da reingemacht habe. So. Die beiden werden jetzt wieder aktiv. Dann bitte wieder schlafen legen. Sehr gut. Geil. Geiler Zauber, ey. So kann man sich viel Medizin sparen, ja, muss ich sagen, Leute. So kann man sich echt viel Medizin und Stress sparen. Vor allem, schaut euch das an, wie einfach wir die Gegner hier platt machen. Zack. Nochmal mehr Ammo. Oh, das war ja krass gerade, dass die Kämpfe zweimal hintereinander kamen. Aber das ist echt ein gutes Ding, der Zauber, ey. Ist hier gar nichts? Das kann doch nicht wahr sein. Ist hier echt nichts? Ich wollte schon sagen, ist doch was. Defense plus 1, sehr geil. Okay, Moment, das nehme ich direkt. Zack. Use, bitte. Ansonsten, ist hier echt nichts, ne? Es ist echt mysteriös, dass hier nichts drin ist in diesem Leichen. Ich will hier auch nicht länger als nur nötig drin sein. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Ah ja, lauf raus. So. Sehr gut, wir haben eine Fuse, Leute. Wir haben eine Fuse. Dann war ich ja noch gar nicht hier drin, ne? War ich ja noch gar nicht hier drin. Doch, war ich. Stopp, was rede ich denn da? Das war ja dieser Lagerraum, ne? Genau, liebe Leute. Dann war ich hier noch gar nicht. War ich hier schon drin? Ha! Die Tür, die haben wir jetzt aufgemacht, Leute. Es scheint, als wäre dieser Schlüssel nicht länger von Nutzen. Ich schmeiß ihn weg. Das ist eine sehr gute Idee, Aya. Schmeiß den Schlüssel bitte weg. Oh Mann. Oh, was ist das denn hier schon wieder? Ach du Scheiße! Ja gut. Wir sind halt im Krankenhaus. Was will man da erwarten? Oh, wieder drei Gegner. Ach du Scheiße, das ist ja... Leute. Auf alle schießen, bitte. Ach verdammt, ey. Na gut, dann mach direkt einen Detox, weil ich habe keinen Bock, dass das Gift da länger läuft. So, liebe Leute. Alles klar, dann hoffe ich mal, dass... Ach, die sind aber schnell wieder aktiv hier. Dann mach nochmal hier zack, zack und zack. So. Ach nee. Shit, jetzt bin ich hier verlangsamt, ey. Das ist ja blöd. Das ist ja jetzt echt
blöd, ey. Oh, geh weg, du dumme Fliege, ey. Ah, du bist doch, die Dinger sind da ekelhaft, ey. So, ich bin wieder befreit von dem Status. Ja, dann lähm den mal kurz und da oben den, ja, ganz genau. Boah, dieser Lehmzauber ist echt cool. Aber Moment, ich mach einmal nochmal Heal 2 bitte. Nur um sicher zu gehen. Dass ich beim nächsten Mal auch ja keine Dings brauche. Moment, das kann ich eigentlich nochmal machen. Das kann ich eigentlich nochmal machen, ja. Damit ich nämlich voll geheilt bin. Ich habe das nämlich beim letzten Mal schon festgestellt. Ich muss lernen, mal ein bisschen effizienter zu kämpfen hier. So, sehr schön. Ah, wir kriegen ein Level up, Leute. Sehr gut. Level 19. Sehr schön. Und Medizin 2 und Cure Poison. Sehr schön. Das brauchen wir auch, das Zeug. Oh, so, weiter geht's, ey. Weiter geht's hier in diesem... In dieser Gruselatmosphäre hier, ey. Oh, das ist echt widerlich. Beste Kiste. Offense plus 1, ja, geil. Mach ich direkt rein. Oh, Leute, ich bin ein bisschen müde schon. Das liegt einfach daran, weil ich halt am Wochenende nicht so viel geschlafen habe. Und deshalb, ja, es hat echt nichts mit dem Spiel hier zu tun. Absolut nicht. Ich bin einfach nur, ja, ein bisschen übermüdet momentan. Deshalb muss ich ab und zu mal gähnen. Wie gesagt, das Spiel ist absolut nicht langweilig. Nicht, dass ihr das denkt. Es ist halt einfach nur ein Schlafmangel momentan bei mir. Aber gut, nach dieser Aufnahmesession werde ich mich auch direkt in die Haier machen. So, ist hier wieder nichts drin in diesem Raum? Was soll das denn? Hier sind nur rote Leichen drin und sonst nichts, okay. Ich meine aber, da hinten in dem Schreibtisch, da war doch was. Muss ich da nur pixelgenau vorstehen? Das sieht witzig aus. Nee, irgendwie nicht. Da ist ja echt nichts. Ja, okay, ich bin auch gar nicht mal unglücklich drum. Hier oben drauf oder so? Nee, gar nichts. Nein, 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 stopp. Okay, dann ist das wieder ein nutzloser Raum. Pff, auch nicht schlecht. Naja, gut. Oh, was haben wir denn hier, Leute? Oha, auf jeden Fall schon mal erstmal Gegner und unten links eine Leiche. Ah, wieder zwei Quallen und ein... Ach du, was zur Hölle? Was ist das für ein Ding? Das verfolgt einen. Was zur... Ach, verdammt. Ich bin wieder vergiftet. Das ist immun gegen mein... Was? Och nö. Das ist immun gegen meinen Zauber. Ah, du Penner. Das ist immun dagegen. Das Drecksvieh. Mach den im Arsch. So, gut. Alles klar, dann mache ich jetzt gleich endlich mal diesen scheiß Gift weg hier mit Cure Poison am besten. So. Ah, verdammt. Blöde Quallen hier. Mache ich einmal Heal 2, bitte. Wie gesagt, ich muss mal, ja. 273 Hitpoints. Meine Güte, das hat sich auch wieder erhöht, ne? Die Hitpoints-Anzahl. So, dann lähm die mal bitte. Dann werde ich wieder Heal 2 machen. Und dann gleich nochmal. Ja, immer schön schön effizient kämpfen hier. So. Zack. Der eine ist schon mal tot. Ach, verdammt. Ah, der andere auch. Ja, okay, perfekt. Ja, sehr gut. Dann haben wir das Ding ja auch schon erledigt hier, ne? Perfekt, dann können wir hier ja auch schon mal Heal 2 außerhalb des Kampfes machen, ja. Ist doch auch keine schlechte Idee. So, was ist das denn hier? Das sind so Bioschutzanzüge, ne? Ist auch verdammt interessant, erinnert mich so ein bisschen an die aktuelle Corona-Situation. Ja, das wird ja leider auch immer schlimmer, ne? Es hat sich auch keiner irgendwie darauf vorbereitet, dass es im Herbst eventuell wieder schlimmer werden könnte, ne? Oh, schaut mal, eine blaue Schlüsselkarte. Geil. Die brauchen wir doch. Die brauchen wir.
Wie gesagt, es hat sich keiner darauf vorbereitet und jetzt jammern natürlich wieder alle, dass Corona wieder schlimmer wird. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen bescheuert. Aber gut. Oh, schau mal, was ist das denn da oben? Eine zweite Sicherung. Cool, Leute. Zweite Sicherung? So, was hab ich denn da gerade? Ach so, das war ein Critical, ne? Critical Plus. Sehr gut. Würde ich sagen, mache ich das mal und spare mir die Medizin auf für den nächsten Boss. So, es ist Atom und Hesmet und keine Ahnung was, aber mehr gibt's hier nicht anscheinend, ne, oder? Ich muss Eve aufhalten, bevor noch mehr Leute sterben. Ja, so sieht's aus. Ah ja, so sieht's aus. Aber wir sind ja hier noch gefangen. Das ist ja ein bisschen eine Sackgasse gerade, ne? Okay, da gibt's schon mal nichts mehr. Reichen zwei Sicherungen? Ich weiß es nicht, Leute. War ich da unten schon drin? Ja, da unten bin ich ja hergekommen, ne? Zum Glück kommen die Gegner jetzt nicht mehr, ey. Das wäre ja wirklich nervtötend, wenn die jetzt immer wieder kommen würden. So, dann waren wir ja noch gar nicht hinten rechts. Na, dann waren wir noch gar nicht hier hinten rechts. Boah, das ist echt eine coole Gegend hier. Doch, hier waren wir doch schon. Ah, Moment, ich erinnere mich. Wir haben ja jetzt die blaue Schlüsselkarte. Wir können jetzt hier rein. Und hier, zack. Da, benutzt die blaue Schlüsselkarte. Ah ja. Der Schlüssel scheint nicht mehr länger zu gebrauchen zu sein. Ich schmeiße ihn weg. Sehr gut. Aber warum schmeißt sie aktuell die Schlüssel weg? Aber die anderen, die ich selber wegschmeißen musste, die hat sie nicht weggeschmissen. Ne? Das ist echt lustig. Und draußen ist wieder Musik an. Ah, und hier, das kleine Mädchen wieder. Maya, warte, verlass mich nicht. Lass mich nicht allein. Und sie rennt wieder weg und verschwindet dabei. Das ist echt interessant. So, was haben wir hier? Oh. So viel zum Thema Treppen. Ja, ja, das ist so. Ah, schaut mal da links. Da ist was. Da blinkt was, Leute. Offense plus 1, ja, das nehme ich doch mal wieder gerne. So. Wir stärken uns weiter unsere Waffe. Das ist doch auch schon mal mega geil. Schaut euch die mal an, die Waffe. Schaut euch die mal an. Moment, wo ist sie denn? Hier, Waffe. Ja. 45 Angriffswert, 113 Range, 23 Bullets, ist schon geil. Und noch ein Lähmzauber dabei. Ja, das ist natürlich schon nice, muss ich sagen. Viele Türen hier, ne? Viele Räume im Keller haben sie hier, ja. Viele Räume. Oh! Oh, was ist denn hier? Der Raum ist sogar einigermaßen sauber. Ein Tool, geil. Ah, natürlich ein Kampf wieder. Das war doch klar. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist das für ein Riesending, ey? Oh, Leute. Die Gegner hier, ey. Was zur Hölle? Ach, das war das Ding. Ja, das kenne ich noch. Das war das Ding, was sie immer so Bälle schießt. Und, er kann sie aber nicht schießen, weil er gelähmt ist, der Sack. Das Ding schießt normalerweise so Bälle und das werden immer mehr und die springen quer durch den Raum. Und nerven mich ziemlich. Aber das hier, das war ja jetzt echt easy. Boah, dieser Lähmzauber ist echt mega genial, Leute. Der spart mir so viel Stress. Das hätte eben echt stressig werden können mit den Bällen. Weil die Bälle, das sind so kleine Flummi-Bälle. Die werden sonst quer durch den Kampfscreen gejumpt und ja. Vielleicht zeige ich euch das beim nächsten Mal. Oh, was ist das denn? Eine dritte Sicherung. Ah, wir brauchten also noch eine dritte Sicherung. Okay. Ich verstehe schon, Leute. Aber sonst haben wir hier nichts. Löschdecke? Nee. Oh, ich sehe auch schon gerade, wir sind wieder am Folgenende angekommen. 29 Minuten. Und ja,
Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, gucke ich noch kurz hier rein. Ach, dann sind wir wieder hier an dem Aufzug, ne? Dann sind wir hier wieder, Moment, wenn ich hier hin durchgehe, sollten wir wieder bei dem Raum mit dem Eimer kommen, ne? Genau, Leute. Alles klar, dann gehe ich da jetzt nochmal hin zurück. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, liebe Leute, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und was es mit dem Ding hier auf sich hat, sehen wir beim nächsten Mal. Ah, nein. Ja, gut. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.